sieht es nämlich schon aus. Ha ja, das sieht ja schon pfundig aus. Ja, ja, da habe ich schon ordentlich gebaut, gell? Ja, da ist es oben größer wie unten. Ja, ich weiß. Aber ich habe, also wir brauchen noch Douglasie natürlich, damit wir da unten auch noch Boden bauen können. Ich habe noch 16. Kannst du mir die bearbeiten, Käse? Weiß sicher, kann ich da das. Da habe ich die mal hingeworfen. Vielen Dank, der Herr. Und dann brauche ich mal noch, habe ich noch Stein? Ich habe noch 2. Jetzt darf ich mich nur nicht verbauen. Achso, willst du direkt Blöcke haben, Timsche? Ja, gerne. Sehr gerne. Okay, kriegst du. Oh, die Säge. Oh, ich bin ein Sägenfreund, nicht ein Käsebrotfreund. Ich bin ein Sägenfreund. Tatsächlich. Ein Sägebrotfreund vielleicht sogar. Ein Sägebrotfreund. Ob das wohl schmeckt? Sägebrot. Sägespänebrot. Na, das schmeckt, glaube ich, nicht. Das schmeckt nicht. Naja. Ich glaube, sowas wurde schon gegessen in Deutschland. Okay. Vor geraumer Zeit. Naja, gut. Okay, wir brauchen Geländer, brauchen wir. Naja, jetzt mal alles. Die Reihe nach und so. Wolltest du nicht irgendwie nach oben umziehen, irgendwie hier? Dann nehme ich doch mal das Bettchen hier mit. Ja, puff. Genau. Haben wir eigentlich noch Wolle? Nee, ne? Wolle haben wir keine mehr. Kacke. Was mache ich denn? Nee, ich glaube nicht, du. Da müssen wir erst nochmal 32 Spinnen töten oder so. Oh Gott, jetzt bin ich hier im Wasser. Hast du zufällig ein bisschen Erde, die du mal unter mich werfen kannst, Käse? Was? Wie? Wo? Wo bist du? Ach so, hier. Ich kann dir einen Gravel anbieten. Oder du kommst einfach. Oh, jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Komisch. Aber was machst denn du da? Ja, ich haue. Naja, wir wollen da wahrscheinlich auch irgendwann noch was drunter bauen. Darum baue ich hier gleich einen anderen Fußboden ein. Ach so, willst du jetzt. Das, ach so, aber wieso denn, Tim? Ich meine, unten grün passt doch so moosig und so. Findest ja, aber mit? Wenn wir hier einen Durchbruch machen und hier noch einen zweiten Raum gleich anbauen, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und, Hey, du Fuchs! Das ist ja sensationell. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich kann dir total folgen. Und das macht auch noch super Sinn. Ich sammle hier nochmal dieses grüne Gelärsch ein. Gelärsch? Okay, Schweini, wo bist du? Hier. Ach, das ist das Seerosenblatt, das ist voller Lebensretter hier. So. Oh Gott, ich kann nur nicht draufspringen, weil ich nicht springen kann. So. Ach, was mache ich denn? Oh nein, ich bin ein Vollidiot. Was hast du denn gemacht? Ach, vergiss es. Hast du den Fußboden kaputt gehauen? Nein, ich wollte Blöcke reinsetzen und habe sie stattdessen reingeworfen. Und dann musste ich natürlich wieder reinspringen, um sie zu holen und dann wieder außen rum und wieder hochtauchen. Ach so, die hohe Kunst des Blöckesetzens. Ja, du lieber Gott, ja. Ernsthaft. Wirklich vollkommen ver... dummbeutelt und so. So, Feuer, Starter. Ich grill hier mal nebenher noch ein bisschen, hä? Mach das. Schadet ja nicht. Nein. Okay. Ach so, das Bett wollte ich eigentlich packen. Na ja, Gott. Oh, hier hab ich auch noch ein paar. Sehr gut. Wie weit geht das denn da rein? Jetzt sinnvoll war, da letzte Reihe zu setzen. Ah ja, gut, von dem Grün haben wir ja noch nichts gefunden, gell? Douglasien gibt es hier ja wie Sand am Meer. Ja, aber White Elm haben wir noch keine gesehen. Ich glaube, da müssen wir eine wirklich echte 5-Tages-Holzexkursion starten, dass wir die finden. Okay, jetzt geht mir auch ein bisschen hier das Material aus. Das Douglasien-Material. Ernsthaft? Ja. Okay. Das macht aber nichts. Ja, ich kann. Es gibt noch in der Kiste was überschüssig. Oh, Native Copper Nugget, wow, Alter. Wir haben Kupfer. Was geht? Damit können wir dann irgendwann die Steinzeit hinter uns lassen. Oder ins Kupferzeitalter vorne. Ja, die Holzzeit, wie auch schon trefflich bemerkt worden ist. Ja. Die Holzzeit, Holztimsche. Okay. In welcher Kiste sind denn die? Ja, links große. Rechts von dir aus große, natürlich. Oh ja. Da ist noch ein bisschen Kram. Ich mache hier mal den ganzen... Ein bisschen Kram. Ich hätte hier gerne... Oh, ich habe irgendwelche Samen. Was für Samen? Oh, Zwiebelsamen. Lecker. Zwiebelsuppe. Dann können wir unseren Garten irgendwann erweitern. Ja, ja. Also ich meine, der Meergarten, der ist natürlich total cool. Aber der ist ja viel zu klein. Ja. Und wir sollten das natürlich im Fall auch machen, solange es noch irgendwie Zeit dafür ist. Was haben wir denn? April oder was? Mai? Nee, irgendwas ist Mai. Achso, das geht ja jetzt schneller, gell? Ja. Das sind ja nur noch 8 Stunden und alles und so. 8 Tage meinst du? Ja, ja, genau. 8 Tage, 1 Monat.
Das sollten wir das Ganze mal etwas beschleunigen, sonst hängen wir nämlich im Winter da und haben nichts zu futtern. Können Sand essen oder so. Ja, das ist nix. Ne, das ist scheiße. Okay, wer hat denn. Ich habe sogar die Hacke. Haha, sieh an. Okay. Okay, du hast Wollen wir hier. Ja, ja. Wollen wir hier noch so ein bisschen Feld machen? Ajo, ich mache einfach mal knallhart. Nicht unseren Nährgarten noch vergrößern. Weiß nicht. Wir können ja auch, ja, aber. Ja, solange wir Samen haben, so. Pflanze da ruhig an. Da ist nichts gegen einzuwenden. Ja gut, war jetzt nicht übermäßig. Eine Zwiebel. Was kann ich denn hier? Oder brauche ich Kartoffelsamen dafür? Das kann ja wohl nicht sein, oder? Kartoffeln. Achso, du hast jetzt nur Kartoffeln? Ja. Ach so, okay. Aber die kann ich nicht pflanzen. Nee, du hast... Ja, ja, okay, nee, nee. Dann brauchen wir hier... Kartoffelsamen. Wer hat denn sowas schon mal gehört? Naja, gut, ja. Hm. Müssen wir halt Kartoffelsamen irgendwie... Samen. Kartoffelsamen, Samen. Ajo. Das ist schon, was ich meine. Kannst mir schon folgen. Habe ich es gefunden? Nein. Schade. Oh, doch, hier. Was bist du? Du bist eine Carrot Seed. Sehr schön. Sehr schön, Timsche. Gefällt mir gut. Wie ist der Stand? Was machst du? Brauchst du was? Unterstützung? Sekunde. Ich zähle. Oje, oje, oje. Dann zähle er. Ach so, was wird das für eine Allee? Das wird eine Douglasienallee. Douglasie. Okay. Fackelhilfe. Ach da. Ich kann mich so ein bisschen mittiger setzen, um mein Symmetrieempfinden ein wenig. Die Symmetrie, ja. Jetzt habe ich mich hier irgendwo einmal verzählt, aber ist ja nicht so dramatisch. Einmal ist kein Mal. Ja. Okay. Gut, gut, gut. So, eine Terrasse haben wir, aber so ganz, wir brauchen noch so ein bisschen mehr von allem irgendwie, ne? Ja, brauchen wir. Von allem viel mehr. Vor allem größer. Wir haben dummerweise halt auch kein Sequoia mehr. Ja, hier ist aber Sequoia. Okay. Das sind alles Sequoias, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt gerade nochmal mein restliches Sequoia dahin gepackt. Das heißt, wir sind Sequoia-technisch gut aufgestellt. Naja gut, wir haben halt noch ein paar, ja. Und also Dingsen haben wir auch noch hier, Planks. Sehr gut. Also, ja, keine Ahnung, passt schon, glaube ich, ja. Ich glaube schon, okay. Achso, die Erze könnte ich eigentlich natürlich in die Erzkiste draußen packen, hä? Ja. Oder lagen wir die draußen? Nicht, dass Räuber kommen und die stehlen. Na, ich habe hier noch keine Räuber gesehen. Na, wer weiß. Ist hier so... Hast du die Tür offen gelassen, ich hier so? Ich hoffe nicht. Versuch dich. Jetzt Herzlichen geht's. Glückwunsch. Hast du die Türe offen? Hä? Nee. Habe ich. Ja, sie ist offen, aber es geht. Ging es bei dir nicht gerade? Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir sie jetzt beide auf. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ist auch egal. Ja. Passt schon. Ja, ja. Die Terrasse ist eigentlich ganz geschmeidig. Wo müssen wir jetzt eigentlich nochmal den Spawnpunkt neu setzen? Gute Frage. Weiß ich nicht. Die Leiter müssen wir irgendwann mal aus der Mitte rausversetzen, an den Rand oder so. Ja, wir brauchen eine Treppe, Per. Ja, eigentlich brauchen wir eine Treppe. Aber das machen wir, wann Anne ist. Sollen wir eigentlich mal ein bisschen irgendwie, ich hätte ja schon Bock zu graben, weißt du? Graben. Wir können doch jetzt nämlich eigentlich theoretisch uns irgendwie einen Support-Beam machen und so richtig geil voll den Minenschacht anlegen und so. So im Gebirge da drüben oder so? Ah ja, irgendwie können wir das jetzt theoretisch. Okay, da könnten wir einen Weg hinbauen und dann sagen, okay, wir bauen mal einen richtigen Minenschacht, oder? Ja, ja, total, das kann man dann nämlich, ja. Wenn man kann man, ja. Und dann könnten wir halt mal richtig schön graben. Stimmt. Oh, ich habe noch jede Menge hier. So, Essen haben wir erstmal genug. Da kann man ja nichts sagen. Ich habe auch ein paar Fackeln, Reis habe ich ein bisschen. Mhm. Wieso geht das nicht? Hä? Ich bin verwirrt. Weiß nicht. Oder muss das etwa... Hä? Muss das so und dann geht das so oder wie? Ach, nee. Doch. Ah ja, okay. Sieh an. Dann geht das so nämlich... Nicht. Okay. Kannst du... Oder warte, hier. Lass dir die... Genau. Hast du? Ja. Okay, dann gehen wir an den Table.
Ich habe jetzt aber nur Eiche, ne? Ja, gut, ich glaube, das ist ja Wurst, was du da nimmst irgendwie. Also wenn du. So. Ja, genau, so. Und wenn du es nämlich drüber packst oder so, dann geht's nämlich nicht. Okay, und das ist der Horizontale. Und wenn du jetzt den mittleren unten nimmst und den rechts neben die Säge packst, dann hast du den vertikalen, den da. Genau. Okay, und damit kann man seinen Minenschacht abstützen, weil damit kann man den abstützen. Ja, genau, und die gehen irgendwie 8 auf 8 oder irgendwie so. Mhm. Also stützen die halt ab, irgendwie sowas war das, glaube ich, ja. Okay. Genau. Naja, also wir bräuchten ja eigentlich bräuchten wir einen Weg dann direkt dahin, damit wir es direkt finden, damit es alles ordnungsgemäß irgendwie ist, ne? Ja, hast du jetzt welche gemacht? Ich weiß nicht, ich wollte die Eiche nicht verholzen. Ach so, ja, okay. Können wir die verfeuern irgendwie? Ist die top beim... Ich glaube, die hat einen sehr guten Brennwert und alles irgendwie. Und ja gut, ja, dann müssen wir ja nicht, ja. Müssen wir nicht. Okay, ich hab, ich hab noch Douglas hier. Du hast noch Douglas hier. Ah, jo, hab ich noch. Ja, wunderbar. Ja gut, ja, dann gib mir doch die Säge zurück, dann mache ich. Oder ich gebe dir Douglas hier. Hier, lass dir schmecken. Hab's. Okay, was meinst du, wie viel soll ich denn machen? Ja, ich weiß nicht. Ich hab, naja, also eigentlich brauchen wir erstmal einen Ort, wo wir einen Schacht anlegen, nicht wahr? Ja, das stimmt natürlich. Wie spät ist eigentlich? Oh je, schon 15 Uhr. Schon 15 Uhr? Du lieber Gott, bald kommt wieder das Monster. Okay, aber die produzieren eigentlich jede Menge Support-Beams. Das ist ganz cool. Ich mach mal... Und davon vielleicht nochmal die doppelte Anzahl. So. Ja, ich weiß nicht genau, wie das mit den Vertikalen ist. Braucht man... Also wie? Ha? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wie das so funktioniert, ja. So kann ich ja eigentlich auch diesen da machen. Ja, kann ich auch. Hör auf rumzuzicken. So. Die braucht dich noch schnell. Bist du schon irgendwo? Ach, du wartest noch auf mich. Ja, ja, ich bin hier noch ein bisschen am Grillen. Du grillst. Das ist schön. Barbecue-mäßig. Was gibt's denn Leckeres? Ja, Schweinchen. Oh, sehr gut. Ja, also wir haben halt voll viel noch ungegrilltes Zeug irgendwie. Und so, das schadet ja nicht, das mal wegzugrillen. Ja. Nicht wahr? Nee, definitiv nicht. Wo bist denn du? Hast du Hunger? Brauchst du was? Nee, ich hab nur Durst. Aber das löse ich durch einen kurzen Sprung ins Wasser. Einen beherzten Sprung ins Wasser? Ja. Okay. So, dann werfe ich hier nochmal ein bisschen von dem Holz weg. Holz wegwerfen. Oh, da ist ja noch jede Menge Douglas. Das ist gut. Ach, und hier ist auch noch jede Menge Sequoia. Das ist auch gut. Oh, White Elm. Wow, das sieht schon heiß aus, ne? White Cedar meine ich. Ja, ja, das sieht heiß aus. Das sieht so heiß aus, da hätte ich gerne irgendwie... Jetzt wird's dunkel. Weiß ich auch nicht, was ich ja gerne hätte. Eigentlich dürften wir erst morgen früh dann so richtig loslegen, oder? Ja, das ist ein Problem, ja. Was machen wir da? Weiß nicht. Noch bin ich mir nicht ganz sicher, was wir da machen. Ich weiß es auch nicht. Ups. Hups, hups, hups. Eigentlich sollten wir noch ein paar Fackeln hier setzen, dass nicht wieder der Sklärsch irgendwie direkt hier bei uns im Vorgarten irgendwie sich manifestiert. Sich breit macht, die kleinen Schweine. Ja. Hinfort mit euch, hinfort. Pop. Aber besser auch mal aufs Dach gesetzt, aber okay. Aufs Dach. Naja gut, solange die uns aufs Dach steigen, macht mir das eigentlich nichts. Hier noch eine. So ist schön. Okay. Ach so, Slusen. Mal gucken. Da wohl was los ist. Ah ja, da hinten bist du ja am Flitzen. Oh yeah, schon wieder ein Small Beast Mutinit. Echt, hier scheint echt eine ganz gute Gegend zu sein. Oh, hier ist ja voll der Traum ist es hier. Meinst du, es wurde auch ein bisschen an der Menge der Metalle geschraubt irgendwie mit der neuen Version? Weiß ich nicht. Oder weißt du das nicht? Nee, das habe ich keine Ahnung nicht, Timothy. Aber eben, jetzt haben wir schon... Also ich meine, vielleicht ist es auch einfach nur eine super Gegend, die wir hier haben. Weißt du? Kann auch sein. Kann auch sein, dass es Zufall ist. Einfach. Dass es einfach nur hier ein guter Ort ist. Ein freundlicher Ort, der uns... Ah, Hilfe. Versucht zu unterstützen. Ja, genau. Indem er uns... keine Steine in den Weg legt. Ja, genau. Naja. Ach, mieses Skelett. Verreck jetzt, du blödes Viech. Ach, Schande. Ach, Schande. Jetzt habe ich kein Messer mehr. Schande, Timmy, Schande. Unsere Hauserweiterung nimmt langsam Form an. Autschi.
Ja. Ich muss hier prügeln, ey. Ja, das sieht aber schon ganz gut aus, ja, in der Tat. Hops. Jetzt stirb doch endlich mal, mein Gott. Wie oft muss ich denn noch draufhauen? Muss echt 20 Mal auf das Viech draufhauen, bis es mal drauf geht, ey. War da wieder? Oh ja, da stecken auch schon Pfeile in der Mitte. Ja, es hat mich auch ordentlich kalt gemacht. Du hast auch deinen Helm eingebüßt. Ich bin halb tot, ey. Dabei wollte ich doch nur hier ordentlich grillen, Mensch. Soll ich dir mal den Rücken frei halten? Das ist doch mischt. Patrouilliere hier mal den Weg. Genau. Patrouilliere eher mal auf und ab. Ich sehe nichts, Käse. Alles ruhig. Bereich, ja. Na toll. Warte mal, wenn ich so ein Schafkalt mache, dann tropft das doch Wolle, ne? Hat's beim letzten Mal. Dann können wir ein zweites Bett bauen. Bleibst du da? Oh Gott, jetzt hacke ich hier unser. Ja, eine Wolle. Ach, nur eine. Eine ganze Wolle gab's. Wow. Mächtig. Übrigens habe ich jetzt keinen Gravel mehr, Timsche. Kein Gravel? Nein, ich habe alles ausgegravelt, ja. Vom letzten Mal ist alles weg. Sitzt da nichts mehr. Also wir müssen bald mal wieder... Mach dich mal bereit, ich komme zurückgerannt. Und ich habe Jungs im Schlepptau. Jungs im Schlepptau? Meinst du, ich soll mal reingehen? Ja, vorsichtshalber. Okay, ich mach die Tür mal zu. Ich weiß nicht, ob die mich so weit verfolgen. Sieht nicht so aus. Nee, okay. Alles im Grünbereich.